Ja, grüß Ihnen, Frau Seibold. Guten Morgen, Herr Rabe. Der Chef ist auch schon da. Ja, unermüdlich, der Chef. Abends immer der Letzte und morgens der Erste. Haben Sie gestern noch die neuen Schnittmuster bekommen? Na, 1A. Da werden wir was Feines daraus zusammenschustern. Natürlich. Frau Heinz ist gar nicht da? Na, die war ja schon gestern nicht da. Ne? Wahrscheinlich ist sie wieder einmal krank. Da könnte man den Wollinger doch gleich fragen, wie das mit dem Zeitfenster für die neue Kollektion ist. Stimmt, gute Idee. Herr Wollinger? Kann man das vielleicht runterdimmen? Ist noch ein bisschen früh für meine Ohren. Kein Problem. Bist du so? Ich hoffe, du hast kein so ein Ding auf deinem Boot. Oh. Sowieso nicht. Boot? Ja, du warst doch der Segler draußen auf dem See. Ich wusste gar nicht, dass du ein Segelboot hast. Was ist denn für eins? Ein Einmaster. Einmaster? Das ist interessant, ne? Eine Jolle? Kann man so sagen. Segeln Sie auch? Ich? Nein. Ich bin eine Landratte. Ungewöhnlich für einen Hamburger. Ich weiß, ich verstoße gegen das Klischee. Aber wann soll der Turn denn losgehen? Ach so, heute Abend. Wir wollen die Nacht draußen verbringen. Nett, ne? Das ist nett. Von Otto? Herr 80er, guten Morgen. Nein, ich bin noch nicht in der Musikakademie. Ja, Herr 80er, genau. Sag mal, spinnst du? Sven, du kannst mich nicht hängen lassen. Die Idee mit dem Boot, ich hab mal gedacht, die muss ja ein bisschen was bieten. Ein Boot, das du nicht hast. Ich wollte dir fragen, ob ich sagen kann, letztes Mal. Aber dann habe ich es in der Hektik wieder vergessen. Sven, du musst es mir leihen. Es ist ja bloß eine Nacht. Und dann, danach sagen wir dann, ich hab's wieder verkauft und die Geschichte ist vergessen. Die Geschichte ist bereits vergessen, ja? Sven, du bist doch mein Freund. Wenn du mir jetzt auflegen lässt, wie steht denn dann da? Ja, wie ein Idiot halt. Eben. Sag mal, kannst du ohne Segelboot nicht punkten? Sparren. Du machst dich komplett zum Hampelmann, Joe. Herr 80er erwartet mich. Bringst du mich? Ich könnte sie ja. Freilich. Sven, du bist doch so nett. Und schaust du mir, falls von den Gästen noch was braucht. Ja? Ja, ich bin ja gleich wieder da. Mach ich. Viel Spaß. Hallo, kann ich was bestellen? Ich komme. Das ist ja wieder mal besonders wichtig, ja? Wann ist die Aufnahmeprüfung in der Akademie? Morgen. Warum schafft es dann jetzt schon so umeinand? Weil heute die Kandidaten in der Musikakademie begrüßt werden. Und die Frau von Otto, im 80er und mir, haben wir den Prüfungsablauf durchgeholt. Mit deiner Frau von Otto, die hat euch ja ganz schön im Griff. Wir können mal froh sein, dass sich überhaupt jemand kompetenter gefunden hat. Also? Der die Prüfung leitet. Na dann. Ja, dann. Pitti. Frau Stockl? Na, bin's bloß ich. Du, Leiche, Schuhfabrik Wollinger, der Chef liegt tot in seinem Büro. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Was ist mit Hansen? Hansen haben wir schon probiert, der geht nicht zum Telefon. Dann probierst du es weiter. Jawohl. Bis gleich, Pitti. Ja. Logisch. Vicky, schau mal. Die zwei schon wieder. Na nur, Herr Hansen, was machen Sie denn da? Ich helfe aus. Berufliche Nebentätigkeit. Haben Sie sich die genehmigen lassen? Das ist keine Nebentätigkeit, Frau Ortmann, das ist ein Freundschaftsdienst. Und das während der Arbeitszeit. Das ist so. Und meine Milch? Ach, sehen Sie, habe ich vergessen. Kommt gleich. Ihr Handy? Ja. Ich glaube, der Herr Mohr will Sie sprechen. Oh. Sie haben recht. Herr Mohr? Herr Hansen, wir haben eine neue Leiche. Ah ja, wo denn? Schuhfabrik Wollinger. Kenne ich. Ich fliege. Fein. Die zwei, bis du eingekrankt hast. Schlüssel vergessen. Sind Sie denn hier überhaupt schon fertig? Ich habe hier nie angefangen, Frau Ortmann. Ich
werde das im Auge behalten, Herr Hans. Wenn Sie scharf drauf sind. Bin schon wieder da. Hat doch nicht lange gedauert, oder? Servus, Frau Hartmann. Servus. Hey, steht dir gut? Steht dir aber besser. Am Zweiertisch fehlt die Milch. Danke. Bitte. So, Tag die zweite. Ach, was macht denn Dr. Eckstein da? Moin, moin, Frau Dr. Eckstein. Hallo. Grüß Gott, Frau Dr. Eckstein. Inspizieren Sie jetzt Schuhe statt Leichen? Hm? Ich kann beiden schlecht widerstehen. Der Tote liegt in seinem Büro und mit dem bin ich schon fertig. Naja, und? Eine Nummer zu klein. Der Tote? Der Tote hat einen verbundenen Mund und ist an einen Stuhl gefesselt, mit dem er offenbar zu Boden gestürzt ist. Er hat eine Fraktur im hinteren Schädelbereich und die hat auch zum Tod geführt. Und stammt die Fraktur vom Sturz? Sieht auf den ersten Blick so aus. Aber dazu ist die Wunde wiederum zu begrenzt. Deshalb halte ich die Einwirkung eines stumpfen Gegenstandes für wahrscheinlicher. Sie denken, er wurde erschlagen, als er hilflos gefesselt auf dem Stuhl gesessen ist? Ja. Übrigens, Kampfspuren konnte ich keine feststellen. Nur die Hämatome von den Fesseln. Und wann ist es ungefähr passiert? Zwischen 20 und 21 Uhr gestern Abend. Danke, Frau Doktor. Stehen Ihnen übrigens gut, die Schuhe? Ach ja? Denken Sie, ich sollte zuschlagen? Ja, unbedingt. Aber bitte nicht mit einem stumpfen Gegenstand, ne? Also ich bin sicher, das war ein Raubüberfall. Wir wissen noch nicht genau, was von den Unterlagen fehlt, aber es fehlt was. Vielleicht ist auch bloß was gesucht worden. Das ist natürlich auch möglich, Herr Hansen, aber wir haben bei der Leiche keine Brieftasche gefunden, keine Kreditkarten und da sind wir ganz geschwind wieder bei meinem Raubüberfall. Na, da soll sich der Kollege Hartl mal um den Raubaspekt kümmern. Ich sag's ja. Das wird ihn freuen. Bestimmt. Ist er damit gefesselt worden? Ja, es sind so Fetzen, also so Tücher aus dem Laden gefallen. Florian, die Tücher, da müssen die Kartierung werden. Sowieso. Gut. Und schaut euch bitte nach einem stumpfen Gegenstand um. Das ist die mutmaßliche Tatwaffe. Wir sind dran. Gibt's Ambruchspuren? Keine. Schaut. Die Frau Seibold, das ist die Dame, die den Toten gefunden hat, gemeinsam mit dem Herrn Rabel. Die hat gesagt, dass der Chef, also der Herr Wollinger, immer selber zusperrt. Und meistens als Letzter. Dann waren Laden und Büro also frei zugänglich. Kann man so sagen. Wie sieht es mit Angehörigen aus? Witwer, aber einen Sohn und den haben wir schon verständigt. Gut, Sie könnten sich ja schon mal bei der Belegschaft umhören. Vielleicht hat jemand was bemerkt gestern Abend. Herr Hans, am Abend ist die Firma doch zu. Nee, vielleicht war doch jemand im Haus. Also für mich ist es vollkommen unwahrscheinlich, aber ich mach's natürlich. Ich bitte darum, besser ist es. Ich bin gestern schon um 17 Uhr gegangen. Und ich um 6 Uhr, so wie jeden Tag. Und Sie arbeiten hier als Schuhdesignerin, ja? Genau. Und Sie? Ich bin der Schustermeister. Setze die Entwürfe von der Frau Seibold um, sodass Schuhe daraus werden. Wie ist das Betriebsklima hier? War der Chef beliebt? Ach so. Es gab Spannungen. Naja, welcher Art? Herr Wollinger, also der Senior, wollte den Standort hier auflösen. Stimmt. Die Fabrik sollte nach Asien verlegt werden, Vietnam. Vietnam, gleich? Es hat schon im Vorfeld einige Entlassungen gegeben und das hätten noch weitere folgen sollen. Sehen Sie, das ist zum Beispiel kein gutes Betriebsklima. Ne? Kann man nicht so sagen, nein. Wären Sie von den Entlassungen betroffen gewesen, Frau Seibold? Kaum. Es wäre ja nur die Fertigung nach Vietnam verlegt worden. Ich hätte meine Arbeit weiter von hier aus erledigt. Schön. Und Sie? Das kann man nicht so sagen. Theoretisch. Und praktisch? Wo waren Sie gestern Abend zwischen, sagen wir mal, 20 Uhr und 21 Uhr? Mit einem Spezi beim Grillen, an der Mangfall draußen. Werner Weikel, so heißt er. Von der Gerberei Weikel. Ah ja, was gab's denn Leckeres? Na, was soll's geben beim Grillen? Würstel, ne? Nur der Vollständigkeit halber, Frau Seibold. Wo waren Sie? Zu Hause. Ich bin früh schlafen gegangen, ich spürte den Föhn. Haben Sie den Föhn alleine gespürt? Ja. Sie haben Herrn Wollinger vorhin Senior genannt. Das heißt, dass sein Sohn hier der Juniorchef ist in der Firma. Na, Junior ja, aber Chef? Bei den Viola-Stücken handelt es sich im Wesentlichen um Transkriptionen bekannter Violinstücke. Abgesehen von der Arpeggione-Sonate natürlich. Ach. Natürlich. Verstehe. Die Noten haben Sie? Da. Ich bin mal gespannt, wie bei Schubert das Seitenthema im Kopfsatz kommt. Das fällt ja häufig recht rustikal aus. Allerdings. Ja, das ist zwar bedauerlich, lässt sich aber nicht ändern. Gut, dann erwarte ich Sie morgen gegen 11 Uhr. Gut, wiederhören. Ja, meine Damen, ist jetzt dumm gelaufen. Das war der Herr Mondiak vom Innenministerium. Wir müssen morgen dringend was besprechen. Das ist ja genau während der Prüfung in der Akademie. Ich fürchte, da muss ich passen. Ja, das ist wirklich bedauerlich. Da werden wir uns wohl noch einen anderen Beisitzer besorgen müssen. Aber
Heute stehe ich Ihnen voll und ganz zur Verfügung. Ja, und wir müssen auch los, unsere Kandidaten begrüßen. Sie lassen mich ja schön hängen. Ja, ich weiß, ich weiß, aber was soll ich denn machen? Das ist ja nicht einmal eine Ausrede. Da werde ich mich sauber blamieren. Ich konnte das Zeug immer noch nicht gescheit lesen. Keine Sorge, Frau Hofer. Einfach immer schön synchron mit der Frau von Otto umblättern, da merkt keiner was. Kommen Sie? Ja. Ja. Schrecklich. Herr Wollinger, wann haben Sie Ihren Vater zuletzt gesehen? Hä? Das war gestern Abend gegen 19 Uhr. Es ist um die neue Kollektion gegangen, für die ich einen Ankündigungstext schreiben sollte. Ich hab mir die Unterlagen geholt und bin dann heim, um dort in Ruhe zu arbeiten. Gibt's dafür Zeugen? Zeugen? Um Gottes Willen, wo zu denn? Na, gibt's nicht. Hat Ihr Vater Feinde gehabt? Naja, sagen wir mal so, er hat sich nicht gerade beliebt gemacht in letzter Zeit. Weil er die Schuhfabrik nach Vietnam verlegt wollen. Er hat da seine Gründe gehabt. Wegen der entfallenen Schutzzölle der EU gegen billige Schuhimporte aus Asien. Was entsprechend die Konkurrenzen im Preisdruck für Schuhe erhöht, die dort gefertigt werden. In Vietnam lassen sich Schuhe vermutlich billiger produzieren als hier. Hm? Und mit dem Wegfall der Zölle günstig importieren. Zwei Fliegen mit einer Klappe hätte er da geschlagen. So wie Sie das sagen, klingt es fast so, als wären Sie nicht damit einverstanden gewesen. Ja, das betrifft ja doch fast die gesamte Belegschaft da. Einige haben ihre Jobs bereits verloren, die anderen haben darum fürchten müssen. Gab es Proteste? Es gibt sogar Unterschriftenlisten, wie mein Vater. Da schon, Herr. Wie stehen Sie dazu? Man kann ja kaum verbieten zu protestieren. Sind alle fertig? Ja. Das ist jedermanns Gutsrecht. Diese Unterschriftenliste wäre natürlich nicht ganz uninteressant für uns. Und die Personalakten vom Betrieb waren natürlich auch. Das waren die Personalakten. Okay. Den Safe haben die Einbrecher wohl übersehen, oder? Mhm. Sind da eigentlich auch Wertsachen drin? Bargeld? Na, wahrscheinlich. Ein paar tausend Euro werden schon drin sein. Jetzt brauchen wir nur die Unterschriftenliste. Ja, die ist gestern nur da gelegen. Also, falls Sie so eine Liste finden, die bräuchten wir dringend. Na, Sie wissen sicher auch so, wie er sich in die Liste eingetragen hat. Im Prinzip fast alle. Sie auch? Na, ich war kaum entlassen worden. Außerdem wollte sie das sei eine Aktion bei meinem Vater nichts ausrichten. Und wer hat den Protest initiiert? Für die Belegschaft da Josef Rabel und stellvertretend für die Zulieferer der anderen in Österreich, sei Spitzel, der Werner Weikel. Der von der gleichnamigen Gerberei. Aha. Ihren Goldbeutel hat's liegen lassen. Ja, das riecht dich aus, gell? Servus, Pfitti. Wenn man von der Sonne spricht. Die Herren sind mal wieder nicht da. Nein, Frau Ortmann, die sind arbeiten. Aha. Und wo? Auf dem Hof, in der Kneipe. Kneipe? Egal. Sagen Sie ihnen bitte, dass ich die Kostenabrechnung Ihrer letzten Ermittlungen brauche. Sonst kann ich den Fall von dem Schweizer nicht abschließen. Selbstverständlich riecht dich aus. Und wo soll ich's hinbringen? Ins Times Square. Times Square? Der Joe hat gerade angerufen, sie haben dort ihren Goldbeutel liegen lassen. Ah. Keine Sorge, er hat ihn in Sicherheit gebracht. Schön, danke. Und was die Kostenabrechnung angeht, die hätte ich gerne in mein Büro. Vielleicht oben. Hör zu, ich schau mir dabei hier unten um. Typisch. Nein, ich hab den tieferen Einblick. Herr Weikel? Ja. Hans, mein Name. Dr. Rosenheim. Sie sind ein Geschäftspartner der Schuhfabrik Wollinger? Ja. Warum? Der Inhaber der Fabrik ist gestern Abend ermordet worden. Der Wollinger? Ja. Okay. Ha! Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Gestern. Am späten Nachmittag war ich schon mal drüben. Warum? Sie haben doch zusammen mit dem Herrn Rabel eine Unterschriftenaktion gegen Herrn Wollinger geführt. Also? Oder nicht? Da? Schon?
weil er da alles stehen und liegen lassen wollt. Und wir in Schau können, wo wir bleiben. Sie beliefern ihn mit Leder, ja? Mehr oder weniger exklusiv, ja. Und der wirklich seine Fabrik nach Asien verlegt hat, da hat man da alt ausgeschaut. Meine Mitarbeiter und ich. Deswegen habe ich mitgemacht bei der Aktion. Offenbar haben Sie wenig bewirkt damit. Bis jetzt noch nicht, na. Obwohl, wer weiß. Und vielleicht hat die Aktion einen der Mitarbeiter oder Zulieferer von Wollinger auf die Idee gebracht, ein Schrittchen weiterzugehen. Zulieferer? Willst du damit sagen, ich hab den Wollinger umgebracht? Wo waren Sie denn gestern zwischen 20 und 21 Uhr? Ist da passiert? Da war ich. Na ja, lass uns mal. Na ja, mit dem Sepp, mit dem Josef Rabel. Mit dem war ich grillen. Wo denn? An der Mangfall. Mangfall. Ein bisschen außerhalb von Rosenheim. War sonst noch jemand dabei? Bloß mir zwei. Was gab's denn Leckeres? Bierstuhl. Hat sich dort vielleicht jemand gesehen? Nein. Hey. Oder Mitarbeiter sind ein paar Jugendliche gesessen. Mit einem Radio. Keine Ahnung. Dann bestimmt noch die eine oder andere Frage an Sie, Herr Weikel. Sie hier anzutreffen, ja? Jetzt hätte ich fast gesagt Tag und Nacht. Nein, aber tagsüber immer. Servus. Danke Ihnen. Herr Hofer? Ah, der Herr Kasper. So und so schon wieder. Die Frau Ortmann ist gar nicht in Ihrem Büro. So, so. Kannten Sie ihr den Geldbeutel hinlegen? Selbstverständlich. Ja, der Herr Hansen ist nicht zufällig da? Oh, der müsste bald kommen. Was hätten Sie denn braucht? Ach, nix. Nix, bestimmt's. Wollen Sie dabei warten? Naja. Wird knapp gehen, müssen Sie zurück ins Times Square. Eigentlich schon. Aber wenn Sie sagen, dass es nicht lang dauert, dann... Und haben Sie die Mitarbeiter der Fabrik schon befragt, ob jemand was beobachtet hat? Ja, freilich, aber die waren zur Tatzeit nicht da und das habe ich Ihnen gleich gesagt. Gut, dann fahrst du jetzt nochmal hin und du fragst ihn nach der Unterschriftenaktion, die Sie gegen den Wollinger angezettelt haben. Ja, wir wüssten nämlich gerne, wie massiv der Widerstand gegen den Standortwechsel der Fabrik war. Ja, und zwar nicht bloß bei der Belegschaft in der Fabrik selber, sondern auch bei den Zuliefererbetrieben. Ja, Haufen Holz. Ja, mei. Fragen Sie mal Frau Ortmann, vielleicht genehmigt sie Ihnen ein paar Holzhacker. Mhm. Ehrenbanalität. Servus, Hartl. Grüß dich. Grüß euch, ich war gerade auf dem Weg in eurer Mission. Super. Pass auf, dann gebe ich dir jetzt gleich mal ein paar Eckdaten. Ich gehe schon mal vor. Da hast recht. Also, pass auf. Ach, schauen Sie, da ist er schon, der Hansen. Super. Dankeschön für den Kaffee, Frau Stopp. Gerne. Wiederschön, Herr Kasper. Ah, du. Joe, was gibt's denn? Also A, wollte ich mich bei dir bedanken, dass du heute morgen aufs Lokal aufpasst hast. Ja, ja, gar nicht für. Und B? Ja, also ich bräuchte halt mir wegen deinem Boot den Schlüssel. Jetzt fängst du wieder damit an. Also, ich bin wirklich nicht sonderlich erbaut von der Sache. Jetzt komm. Im Sinne unserer Freundschaft. Ha. Oder so jetzt doch für dich auf die Knie voll. Das fehlt noch. Also gut, ich gebe dir den Schlüssel. Aber nur für diese eine Nacht. Danke. Die Segel, die lässt du da, wo sie sind. Klar? Ja, ja. Und dass mir keiner mit Straßenschuhen auf Moby Dick rumläuft? Ja, das ist ja eh klar. Das Boot bleibt verteut am Steg. Du führst es keinen Zentimeter raus auf den See, ist das auch klar? Sowieso nicht. Wir haben schon irgendwas einfallen lassen, dass die Ariane erst gar nicht auf die Idee kommt. Also entweder ein Leck in den Planken oder eine kräftige Sturmwarnung. Ich werde mich auch großzügigst revanchieren. Ja, in das Times Square heute Abend wieder mal abschließt. Toll. Also das war jetzt eigentlich Punkt C gewesen. Was? Nein, 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 ich springe auf keinen Fall heute Abend für dich ein. Jetzt komm. Vergiss es. Die Ortmann hat heute Morgen gesehen, wie ich deinen Gästen Käffchen serviert habe. Hat sofort eine unerlaubte Nebentätigkeit draus gemacht. Und überhaupt... Also gut, ich finde jemand anders. Aber du kannst zumindest einen Blick reinwerfen, ob alles einigermaßen läuft. Herr Stopp. Herr Hofer, Sie haben mich vielleicht erschreckt. Und was geht's denn? Was? Nix. Ich bräuchte Verbindung zum Nachlassgericht. Bei mir drin, gell? Mhm. Neun Megapixel. Es gibt jetzt 12, 15 und 18. Siehst du, das glaube ich dir nicht. Joe! Wie jetzt sitzen wir dir aber oft bei uns im Präsidium. Ja, das stimmt schon. Ja. Du bist früher Chauffeur unterwegs, gell? Bei der Frau von Otto. Ja, der Polizei entgeht wohl nichts. Dafür sind wir ja da. Ich weiß ja. Servus. Herr Hofer, das Nachlassgericht, ich stehe durch, gell? Danke, Frau Stockl. Grüß Gott, Hauptkommissar Hofer. Du bist das, Lucky.
Michi, weißt du schon das Neueste vom Neuesten? Ich will es gleich wissen. Die Frau Ortmann hat den Hansen im Times Square beim Arbeiten erwischt. Ja, und? Ja, und jetzt macht's ihm Ärger wegen unerlaubter Nebentätigkeit. Oh nein. Wenn ich das sag? Jetzt sag ich dir mal was. Die Ortmann, die hat uns bald alle auf dem Kicker. Wen habe ich auf dem Kicker? Kicker. Ach so, na, ist nur, weil wir gerade geredet haben. Kicker! Tischfußball, Aufenthaltsraum. Frau Ortmann, ich will Sie schon die ganze Zeit fragen, kann man nicht ein paar neue Bälle haben? Frau Stöckel, ich habe gerade den Herrn Kaspar auf dem Flur getroffen. Er hat mir gesagt, dass er meine Geldbörse bei Ihnen hinterlegt hat. Jawohl. Danke. Ach, und wegen der Kickerbälle für Ihren Kicker, stellen Sie den Antrag doch schriftlich. Formblatt 13c. 13c? Danke, ja, das war's schon. Dann gratuliere ich noch mal zur Beförderung, gell? Also, bitte, Lucky. Was machen Sie da eigentlich? Das sind Schuhentwürfe von Wollingers Sohn, die waren auch im Safe. Aha. Sehen Sie mal. Ob man sowas überhaupt kaufen kann? Ja, Frauen sind da geschickt. Ach so? Im Sortiment der Firma Wollinger tauchen solche Schuhe allerdings nicht auf. Vielleicht aber bald. Der Karl Hammer Luck hier vom Nachlassgericht hat mir gerade informiert, dass der Junior die Fabrik des Vaters erben wird. Ach. Ach ja. Naja, ich bin der einzige Sohn. Meine Mutter lebt schon lange nicht mehr. Liegt irgendwo nahe, dass sie die Fabrik erbt. Na, dann können Sie jetzt frei darüber verfügen. Was haben Sie denn für Pläne? Nach Vietnam werde ich die Fabrik jedenfalls nicht verlegen. Ihr werdet den Standort erhalten. Da wird sich die Belegschaft aber freuen. Und Imi mit ihr? Sie scheinen ja sehr sozial eingestellt zu sein. War das ein Konfliktstoff zwischen Ihnen und Ihrem Vater? Er war heute Unternehmer. Gewinnmaximierung um jeden Preis. Damit ist jetzt vorbei. Ich weiß, was meinen. Aber so hoch haben wir den Konflikt auch nicht gehängt, dass wir uns gegenseitig umgebracht hätten. Gegenseitig sowieso nicht. Du selbst designen auch Schuhe? Ja, mehr so aus einer Laune heraus. Und die werden hier in der Fabrik hergestellt? Na, das sind eher Prototypen. Bei Privatspaß. Hat mit der Schuhfabrik nichts zu tun. Gut, Herr Wollinger, wenn weitere Fragen auftauchen, kommen wir auf Sie zu. Danke fürs Zusammenrollen. Ja, gerne. Privatspaß ist gut. Der war schon ziemlich ambitioniert, der junge Herr Wollinger. Sind auch gar nicht so schlecht, seine Entwürfe. Ja, aber? Nicht unbedingt nach meinem Geschmack halt. Und nicht nach dem Geschmack vom alten Herrn Wollinger? Vermutlich nicht. Und ist er den Junior gewohnt? Vermutlich schon. Macht Ihnen jetzt Konkurrenz, der Junior? Das wird sich alles finden. War's das? Einen Augenblick, ja, danke. Sorry, das ist für die. Danke. Die Weingläser stehen hier. Schaust du das immer nur so sein. Oder ob es zwischendurch mal einen Geschirrspüler geschmeißen hast. Ja? Alles klar. Und im PayPal sind 200 Euro Wechselgeld. Kaspar? Ariane? Bist du fertig? Ja, super. Ja. Wo? Akademie, da pick ich dich auf. Bis gleich. Ciao. Also, Lilly. Du weißt Bescheid, du machst es schon. Bis morgen. Servus. Servus. Ja. Dankeschön. Da sind Sie ja, meine Herren. Live und in Farbe. Grüß Gott, Frau Doktor. Und was haben Sie herausgefunden? Meine ersten Vermutungen zum Todeszeitpunkt zwischen 20 und 21 Uhr haben sich bestätigt. Ebenso die Todesursache. Der Schädelbruch. Genau. An der Wunde konnte ich interessanterweise ein paar kleinere Holzpartikel sicherstellen. Holz. Ja, Sie könnten von der Kante eines Leisten stammen, beispielsweise? Beispielsweise. Bietet sich an beim Schuhfabrikanten. Eben. Wir danken, Frau Doktor. Leidl, ihr werdet es nicht glauben. Wir haben die Brieftasche von eurem Toten samt Geld und Kredit- und Checkkarte und allem drum und dran gefunden. Das ist ein Ding. Und wo? Da, wo man es normalerweise nicht findet. In einer Mülltonne ganz in der Nähe von der Schuhfabrik. Das schaut jetzt aber gar nicht nach einem Raubüberfall aus. Eher so, als wäre der Raubüberfall fingiert. Genau. Hast du die Brieftasche schon zur KDU gebracht, wegen den Fingerabdrücken? Logisch. Und den Bericht haben sie mir gleich mitgegeben, wegen den Tücher, mit denen euer Toter gefesselt und geknebelt gewesen ist. Es sind bloß Hautpartikel vom Toten selber drauf. Von den Tätern haben wir keine Fingerabdrücke, ist auch schwierig wegen der Stoffstruktur und so, gell? Schade. Ja, das ist schade. Ja, trotzdem vielen Dank für Ihre Mühe, Arthur.
Damit wäre ich und mein Dezernat raus aus dem Fall. Ja, du hast ja eh gerade eine riesen Aufklärungsserie hingelegt, was man so hört. Naja, 5 Fälle. Ein bisschen Glück ist natürlich immer dabei. Ja, das Glück des Tüchtigen, ne? Ja, klar. Stimmt schon. Trotzdem muss ich mich jetzt ein paar wichtigeren Dingen zuwenden, gell? Eine Tasse Kaffee zum Beispiel. Mhm. Frau Stockel führt bestimmt nach. Bestimmt. Na, Stockel. Na, Hartl. Hast du neue Schuhe? Ja, immer. Aber dieser Mazdaier, das ist der neue Katalog vom Wollinger. Sind die sowas Besonderes? Oh, das kannst du laut sagen. Die Designerin, die Seibold, die hat schon ganz viele Preise gewonnen in New York, Sydney, Tokio, bald jedes Jahr einen. Und sogar die Filmsternchen tragen ihre Schuhe. Die ist wirklich erfolgreich. Du doch, ja. Warum? Wenn ich bloß an den Kaffee denke, da kann dir keiner das Wasser reichen. Meinst du? Tu ich deinen Kaffee kriegen, lasse ich alle Preise fliegen. Oh, Hartl. Und? Habe ich dir zu viel versprochen? Überhaupt nicht. Wann stechen wir in See? Das hat doch noch Zeit. Jetzt essen wir erst einmal. Essen? Ich dachte, wir sind zum Segeln hier. Sind wir auch. Aber nicht nur. Schmeckt der vorzüglich. Tja, Frau Stockel, sind Sie schon die Personalakten der Firma Wollinger durchgegangen? Selbstverständlich. Ich habe Ihnen alle Telefonnummern von den Entlassenen aufgeschrieben. Dankeschön. Sind da irgendwas aufgefallen? Ja, und zwar, dass die Frau Seibold gekündigt hat, beziehungsweise kündigen wollte. Das Ass? Was? Ja, jedenfalls hat natürlich der Herr Wollinger das nicht zugelassen, weil sie ja bei ihm noch unter Vertrag standen ist. Das wird der Dame aber Stinger, wo es doch so viele Möglichkeiten gehabt hat in der Welt. Ass, Möglichkeiten? Herr Hansen, passen Sie auf. Ich muss dann wieder, gell? Und danke für den guten Kaffee. Selbstverständlich gern, Hartl. Wiedersehen. Ja. Also die Frau Seibold ist die angesagteste Schuhdesignerin von der ganzen Welt. Selbst die Filmsternchen tragen... Hofer? Michi, was gibt's? Du, Folgendes. Ich sollte mich doch umhören wegen der Unterschriftenaktion gegen die Standortverlegung von Wollinger. Ja. Und? Ja. Und hat mich der Prof von den Mitarbeitern gekriegt. Die haben alle übereinstimmend erklärt, dass der Weichler zusammen mit dem Rabel von der Schuhfabrik die Anführer gewesen sind. Und dann haben sie mir nur was gesagt. Ja. Und zwar am Tag der Tat hätte der Weichler gesagt, es wird noch was passieren. Das ist interessant, da bringst du ihn doch gleich mal her. Ja, und da ist das Problem. Ich finde ihn nirgends. Ja, aber sehen hast du ihn schon. Ja, freilich, gerade vorhin im Büro. Vielleicht ist er inzwischen wieder zu Hause. Das glaube ich nicht, das Auto steht nur da. Und jetzt haut's weg. Sei fix, Corbinia, die kümmern. Super, Michi. Ja, bitte. Ja, dann bestell ich mir gleich mal den Rabel hier. Gut, dann nehmen Sie den Rabel und ich nehme den Weichler, wenn Herr Mohlen erwischt. Nur wenn. Und, was ist jetzt mit unserem Turn? Na, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht schon ein bisschen spät ist. Es ist noch 3 Stunden hell. Ja, das schon, aber bis ich jetzt die Segel aufzogen habe, da kommen wir ja total nicht noch drin. Hat der Herr Kapitän etwa Angst vor der Dunkelheit? Nein, das nicht, aber er hat mit seiner Besatzung noch was anderes vor. Was meinten Sie, als Sie gestern Ihren Mitarbeitern gesagt haben, dass etwas passieren werde? Na ja, passieren halt. Dass wir, der Rabel und ich, schauen, dass was weitergeht in puncto Fabrik. Wir wollten einfach ein bisschen Druck machen. Ein bisschen Druck? Wie darf ich mir das vorstellen? Na ja. Wir haben den Wollinger vor die Alternative gestellt. Entweder überlegt er sich das noch einmal mit Vietnam, oder er zahlt uns allen eine kräftige Entschädigung. Diese Alternative haben Sie ihm gestern in seinem Büro unterbreitet. Ja, wir haben sogar ein Schreiben mitgebracht von meinem Schwager, der ist Notar, damit er sich bereit erklärt für eine Abfindung. Hätte er ja nur unterschreiben müssen. Hat er aber nicht. Ja, aufgeführt hat er sie. Dass er sich nicht erpressen lässt und dass wir schauen sollen, dass wir weiterkommen. Und dann ist er sogar noch angreiflich geworden. Und da haben sie ihn dann an den Stuhl gefesselt und in den Mund zugebunden. Und damit er starr ist. Damit er Zeit hat zum Nachdenken.
Sie wollten ja mal ein paar Stunden auch schmoren lassen. Und dann? Da sind wir gegangen. Da hat der Herr Wollinger noch gelebt. Ja, freilich hat er noch gelebt. Wir wollten den ja nicht umbringen. Aber? Klar hätte der Wollinger nicht so auf seinem Stuhl umeinander geruckelt, nicht wäre er nicht umgefallen. Und dann hätte er noch leben. Aber andersrum, wenn wir ihn nicht gefesselt hätten, wäre er gar nicht in die Situation gekommen. So gesehen wären wir schon schuld. Indirekt. Der Herr Wollinger ist nicht infolge des Sturzes gestorben, sondern infolge eines gezielten Schlages. Was? Ja, aber wieso sollten wir ihn umbringen? Um das zu erreichen, was jetzt auch eingetreten ist. Der Sohn von Wollinger erbt die Fabrik, bleibt weiter in Rosenheim ansässig und somit ist ihr Problem gelöst. Ja, klar. Kann ich gar nichts dagegen sagen, außer dass es halt nicht so gewesen ist. Bitte was? Dass es nicht so gewesen ist. Ja, wären wir denn sonst in der Nacht noch zu ihm gegangen, wenn wir ihn am Abend umgebracht haben, ha? Wann war denn das? So um 10 Uhr, so Viertel nach. Da haben wir dann die Bescherung gesehen. Und dann haben sie alles so arrangiert, dass es nach einem Raubüberfall aussieht. Ja, haben wir so Zeugs umeinander geschmissen, haben seine Brieftaschen genommen und dann weggeworfen. Ja, wir waren total in Panik, wie er dann da tot da gelegen ist, nicht? Aber ihn erschlagen haben wir ihn nicht. Der Weikel war genauso überrascht wie der Rabel über die wahre Todesursache. Er ist ebenfalls von einer Sturzverletzung Wollingers ausgegangen. Andererseits könnten die beiden das auch so abgesprochen haben. Freilich. Oder beide sagen die Wahrheit und ein Dritter hat das ausgenutzt und den Wollinger erschlagen. Fragt sich mal wer. Wollinger Junior. Zum Beispiel. Oder die Frau Seibold. Ich meine, die wollte laut ihren Personalakten offenbar kündigen. Nur der Wollinger hat sie nicht gelassen. Das heißt, nur unter Einhaltung des im Arbeitsvertrag geregelten Wettbewerbsverbots. 1,5 Jahre, in denen sie woanders hätte nicht arbeiten dürfen. Na, schon blöd. Naja, wie ist das? Schon ganz schön spät. Ich würde sagen, ich nehme die Unterlagen mal mit nach Hause und dann reden wir morgen drüber. So machen wir es. Zum Wohl. Prost. Ja, kommt gleich. Für mich auch ein Espresso. Einen Moment bitte. Stopp, das ist ein Weißweinglas. Pass auf, servier du weiter, ich mach das, ja? Danke. Dann die Tür. Na, schon wieder bei der Arbeit. Hören Sie mal, spionieren Sie mir nach. Kommen Sie, haben Sie sich nicht so. Geben Sie mir lieber auch so ein Glas. Darf ich das denn? Ja, das dürfen Sie, denn es ist offensichtlich, dass Sie hier nur aushelfen. Ah, da bin ich ja froh. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Das tun Sie gerade. Ach, und dann haben Sie mich am Wickel. Wegen versuchter Bestechung. Cheers. Sie vermieten neuerdings auch Segelboote? Das ist sehr einträglich. Sonst könnte ich von dem Job hier nämlich nur schwer leben. Mein Rioja? Kommt. Ist der Meister da? Meister? Meister! Ja? Ja, der Herr Kasper. Ist der Herr Hansen nicht da? Nein. Ich hätte da nämlich ein Einschreiben für ihn. Und weil er nie daheim ist, habe ich mir gedacht, schaue ich mal bei seinem Boot vorbei. War sowieso gerade in der Nähe. Wenn Sie das vielleicht für ihn entgegennehmen könnten. Ja, geben Sie es her. Das ist nett, danke. Schönen Tag noch, gell? Gleichfalls. Wiederschauen. Du hast es gewusst. Das war nicht schwer herauszufinden. Als ich Frau Hofer und Herrn 80er von unserem Ausflug mit deinem Segelboot erzählt habe, sind denen die Minen derart entgleist, dass ich wusste, da stimmt was nicht. Du hast mir aber ganz schön auflaufen lassen. Ich wollte dir den Spaß nicht verderben. Und mir genauso wenig.
Wenn es zwischen uns was Ernstes wäre, würde ich dir so eine Lüge allerdings übel nehmen. Du meinst das Ganze aber bloß ein... Ach, komm, ist doch wie ein Urlaubsflirt. Begrenzt auf ein paar Wochen. Das haben wir doch von Anfang an gewusst, oder etwa nicht? Doch, doch. Logisch, ein Urlaubsflirt. Einer von vielen. Ein Dutzend wird da schon gar nicht mehr reichen. Aber diesen einen werde ich nie vergessen. Komm, du kannst mich gleich am Hotel absetzen, damit ich mich noch etwas herrichten kann. Und meine Koffer brauche ich auch, weil ich nämlich nach der Prüfung umgehend nach München zurück muss. Aber wir könnten uns doch mal schreiben, oder? Das war's wohl. Meine einzige und wahre Liebe. Boah, mach mal einen Punkt. Nein, das ist schon so. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Gefühl in der Frau investiert. Und Verstand. Und dass ich für sie jetzt bloß ein Urlaubsflirt war, das. Also da wäre ich langsam knapp und anders so wieder. Jedenfalls schauen wir so schnell im Korn mehr um. Ja. Herr Hofer. Lassen Sie auf, ich habe mir die Akte von der Frau Seibold vorgenommen und bin da auf ein paar interessante Zeigungsausschnitte gestoßen, die der Wolle nur abgeheftet hat. Die Senior? Genau der. Hat sie offenbar im Verdacht, dass sie unter einem Pseudonym für andere Hersteller arbeitet. Was ein Bruch des Exklusivvertrags wäre, den sie mit ihm gehabt hat. Das könnte ein Motiv sein. Denke ich auch. Ich würde vorschlagen, wir bestellen uns die Dame ein und treffen uns gleich im Präsidium. Gerne. Na wunderbar, dann bis gleich. Servus. Kannst du mir den Stadt nehmen? Dann kannst du mal unterwegs vielleicht doch nur die Dings, die Noten einprägen. Wann ist denn die Prüfung? In einer Stunde. Sagen sollen, dass das Programm kurzfristig umgestellt worden ist. Ja, das wäre hilfreich gewesen. Dann da die jetzt nicht ganz so blöd dastehen. Naja, der Weltuntergang ist das ja nicht, wenn man keine Noten lesen kann. Für jemanden, der so in der Musikakademie umeinander wichtelt wie ich schon, geradezu peinlich. Finde ich nicht. Sie haben sich schon ganz wacker geschlagen. Naja, wenn Sie meinen. Ich verabschiede mich rasch noch von meinen 80er. Ich warte dabei. Lena Sommer. Unter diesem Namen haben Sie für die Konkurrenz von Herrn Wollinger gearbeitet. Sie sehen ja, dass ich weg wollte von Wollinger. Aber er hat mich auf das im Vertrag festgeschriebene Wettbewerbsverbot aufmerksam gemacht. Immerhin 18 Monate. Ne? Das hätte Ihre, nennen wir es, Weltkarriere verzögert. Das wäre nicht so günstig gewesen, das gebe ich zu. Wie lange entwerfen Sie schon Schuhe für Konkurrenzfirmen unter falschem Namen? Seit 2 Jahren circa. Damit haben Sie gegen das Wettbewerbsverbot verstoßen und sind somit vertragsbrüchig geworden. Wollte Herr Wollinger vor Gericht? Ja, er wollte mich regresspflichtig machen. Tja, Frau Seibold, damit liegt es auf der Hand, dass Sie ein Motiv hatten, Herrn Wollinger zu ermorden, um sich Ihr Problem vom Hals zu schaffen. Das ist mir klar, trotzdem habe ich das nicht getan. Ich verbaue mir doch nicht meine Zukunft. Sicher wäre ich noch 1,5 Jahre an Wollinger gebunden gewesen, aber die Zeit wäre vorbeigegangen. Ich hätte meinen Weg so oder so gemacht. Ja, genau, das ist die Frage. Frau Seibold, Ihr Motiv ist stark. Und Ihr Alibi ist schwach. Ich denke, wir fragen den Haftrichter, was er dazu zu sagen hat. Ich war am Mordabend noch mal in der Fabrik. Na also. Und? Die Seibold? Ja, ja. Sie wollte uns das eigentlich nicht sagen. Sie dachte, damit ein Pfand gegen sie in der Hand zu haben. Falls sie nicht aus ihrem Vertrag lassen wollen. Aha. Naja, auf jeden Fall hat sie vorgestern Abend was in ihrem Büro vergessen gehabt und ist noch mehr in die Firma gefahren. Sie hat gesehen, wie Sie Ihren Vater in seinem Büro erschlagen haben. Das soll sie gesehen haben? Das streitet ihr aber ab. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Ja, schön, Herr Wollinger. Die Frau Seibold hat aber leider noch mehr gesehen. Unter anderem, womit Sie Ihren Vater erschlagen haben. Und wo Sie die Tatwaffe entsorgt haben. Wir haben sie sichergestellt. Mit ihren Fingerabdrücken und allem drum und dran. Ein Holzleisten. Was ist passiert, Herr Wollinger?
Rabel und Weikel waren bei meinem Vater im Büro. Als die zwei weg waren, habe ich meinen Vater befreit, den Knebel gelöst. Er hat sofort losgewettert, war stinksauer auf Rabel und Weikel, die gesamte Belegschaft. Da habe ich gewagt zu sagen, dass die so Unrecht nicht haben. Wie hat Ihr Vater reagiert? Wir haben uns sofort wieder gestritten. Als ich dann einer aufs Tableau gebracht habe, dass ich die Seibach doch gängen lasse und mich zum Chefdesigner machen soll, ist er komplett ausgerastet. Er hat gesagt, nie werd ich, solange er lebt, in der Firma was zum Maten haben. Da habe ich zu dem Leisten ergriffen und habe zugeschlagen. Und dann haben sie ihrem Vater wieder den Mund verbunden und den Stuhl umgeworfen, damit das Tatszenario auf Rabel und Weichel hindeutet. Ja. Auf geht's. Herr Wollinger, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Ihren Vater Heinrich Wollinger erschlagen zu haben. Ja. Moor. Herr Hansen. Abführung. Herr Wollinger, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Interessant ist jetzt, was bei uns der Schuhfirma wird. Ansonsten gehen wir barfuß. Viel Spaß nächsten Winter.